Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Kreativ-Espresso hier auf Ulrike Hirsch TV. Heute möchte ich gern ein Projekt mit euch teilen, an dem ich gerade arbeite. Einige von euch, die mir auf Facebook oder Instagram folgen, sehen vielleicht, dass ich zurzeit ganz viele Vorher-Nachher-Zeichnungen poste. Und hier in diesem Video zeige ich euch, was es damit auf sich hat und wie ihr das auf eure Weise mit ganz viel Freude nachmachen könnt. Ich habe hier dieses kleine Skizzenbuch für mich angefangen. Das war um die Jahreswende. Und da habe ich so hineingekritzelt, immer mal so, was mir in den Sinn kam. Und je länger ich in das Buch gezeichnet habe, umso mehr hatte ich auch Lust auf Farbe. Also anfangs war es hauptsächlich schwarz-weiß, was da gelaufen ist. Ja, so wie das hier. Und dann kam Lust auf Farbe, und da ich meistens, wenn ich mit diesem Buch unterwegs bin, wirklich nur schwarze Stifte dabei habe, habe ich gedacht, ich bringe die Farbe einfach vorher in das Buch. Und so habe ich begonnen, mit Aquarelltusche Hintergründe reinzuzeichnen in das Buch. Also wie diese Dreiecke zum Beispiel oder so etwas. Oder auch manchmal einfach nur eine farbige Spirale. Das habe ich dann immer mal im Vorbeigehen praktisch gemacht. Mit Aquarelltusche von PBO. Die habe ich euch auch schon in meinem Kreativ-Espresso über das Farbenessen vorgestellt. Ja, die liebe ich, diese Aquarelltusche. Da nehme ich mir einfach irgendeine Farbe oder auch manchmal zwei oder drei und fülle eine Seite in dem Kleinbuch. Und dann lasse ich die trocknen und dann kommt die nächste Seite dran. Und so liegt das Buch manchmal einen ganzen Tag auf meinem Tisch, und immer wenn ich dran vorbeigehe, wird ganz spontan, ohne groß drüber nachzudenken, was auf die Seite geworfen. Wichtig ist, dass ihr, wenn ihr mit der Aquarelltusche auf die Seite zeichnet, euch keine großen Gedanken darüber macht, was da draus wird oder was das sein soll, ja, oder auch welche Farbe ihr nehmt. Geht einfach nach eurem Gefühl. Nehmt euch eine oder zwei oder auch drei Farben, auf die ihr gerade Lust habt. Und dann habe ich hier so ein Blatt, was ich einfach unter die Seite lege, ne? Und dann könnt ihr auch mal richtig schwungvoll mit dem Pinsel oder mit der Pipette draufgehen, und dann wird die Seite, die da drunter ist, nicht beeinträchtigt. Und dann lasst ihr es trocknen, und wenn es getrocknet ist, kommt die nächste Seite dran. Das Schöne ist, ihr habt dann einfach ein paar Seiten in eurem Buch, wo nichts drauf ist, außer ein Anfangsimpuls. Und der ist wichtig, wenn ihr unterwegs seid. Also dafür nutze ich das Buch zurzeit total gerne. Wenn ich irgendwo bin und ich sitze im Garten und will mich gerade ein bisschen entspannen, dann hole ich mir das Buch. Blätter da durch und denke, ach, worauf habe ich jetzt Lust? Ach, das ist ein schöner Hintergrund, wie zum Beispiel das hier. Gut, da gehe ich jetzt mit meinen Stiften rein. Und auch die Stifte, die ich benutze, kennt ihr schon aus dem Kreativ-Espresso über die Herbsttierchen. Ja, da habe ich mit den Blättern gearbeitet, und da hatte ich diese Kiste auch schon dabei. Das ist meine heißgeliebte Kiste mit den Pitt Artist Pens. Da sind halt ganz viele farbige drin. Die habe ich mir so im Laufe der letzten 2 Jahre angesammelt. Und ich habe hier diese kleine Zigarrenkiste, die habe ich mir auf dem Flohmarkt besorgt. Und da sind 4 schwarze Tuschestifte drin in verschiedenen Stärken. Die habe ich manchmal einfach in der Tasche mit dem kleinen Buch. Ja, das ist dann Handgepäck sozusagen. Und manchmal einfach auch die ganze Schachtel mit Buch und farbigen Stiften. Dann kann ich loslegen und ich kann die angefangenen Impulse fortführen. Meistens, wie gesagt, mit Schwarz. Hier zum Beispiel gab es so diesen farbigen Aquarellkringel, den habe ich mit dem Pinsel einfach mal flink drauf geworfen. Und dann habe ich mir mit einem schwarzen Stift Zeit genommen und die Zwischenräume gestaltet und ausgefüllt.
Manchmal ist es aber auch so, dass ich Lust habe, noch mit Farben hineinzugehen. Also wie zum Beispiel bei dieser Seite. Hier habe ich die kleinen Dreiecke mit farbigen Stiften gezeichnet oder kleine Punkte mit farbigen Stiften gemacht. Ja, also je nachdem, wie ich gerade Lust habe und auch je nachdem, was der Impuls in mir für Ideen wachruft. Ihr habt ja vielleicht schon mitgekriegt, ich liebe diese kleinen Buchprojekte, ja, also Projekte, wo man Bücher füllt, gibt es ja schon zwei Espressos, glaube ich, vorher. Oder auch viele Videos von mir auf YouTube, wo ich meine gefüllten Zeichenbücher mit euch teile. Das Schöne hierbei ist, das passt super in die Sommerzeit gerade. Also es ist sehr heiß heute und es ist ein wunderschöner Sommer. Und dieses kleine Buch kann man auch mit an den Strand nehmen. Wenn da schon Farbteppiche vorhanden sind, dann ist nicht mehr viel materieller Aufwand nötig. Einfach ein bisschen kritzeln, einfach ein bisschen spielen, zaubern, ins Detail gehen und auch üben, kreativ umzugehen mit dem, was schon da ist. Ich schreibe euch auch den Link für das Buch wieder unter das Videofenster, auch für die Stifte und für die Farben. Ihr müsst natürlich nicht diese Aquarellfarben nehmen. Ihr könnt auch jede andere Aquarellfarbe nehmen. Das Papier in dem Buch ist so stabil, dass ihr mit Wasser arbeiten könnt. Allerdings ist es kein Aquarellpapier. Also ihr könnt nicht das ganze Buch in Farbe tränken. Das geht auf Kosten des Papiers. Aber einfach ein bisschen mit Wasser und mit Farbe draufgehen, das funktioniert super. Und natürlich müsst ihr auch nicht diese Stifte nehmen. Ihr könnt alles nehmen, was euer Herz begehrt. Von mir aus auch Buntstifte oder andere Faserstifte. Das, was ihr gerade da habt oder das, worauf ihr Lust habt. Das sind alles Empfehlungen. Ja, das sind Sachen, die ich da habe, die ich total gerne benutze und die ich wirklich auch wärmstens weiterempfehlen kann. So, und jetzt könnt ihr mir gern nochmal über die Schulter schauen, wie die nächsten Seiten entstehen. Für den ersten Schritt braucht ihr Wasser, die Aquarelltusche, eine leere Buchseite und einen Pinsel zum Beispiel, um die Farben aufzutragen. Ich habe hier so einen Eiswürfelbehälter. Da sind diese Aquarelltuschen drinne. Teilweise schon ein bisschen eingetrocknet. Aber der steht halt auf meinem Tisch und wenn ich Lust habe, die nächste Seite zu füllen, gehe ich dahin und suche mir einfach ein Farbkästchen aus. Zum Beispiel das. Das Pink wurde schon oft bewundert in meinen Postings. Es ist eine wunderschöne Farbe. Okay. Buchseite. Hier ist sie. Und hier der Pinsel. Und jetzt mache ich einfach meine Augen zu, setze den Pinsel irgendwo auf. Und da ist es. Jetzt könnt ihr euch überlegen, wenn ihr das so gemacht habt, wollt ihr noch mal reingehen oder mit einer anderen Farbe oder wollt ihr es so lassen? Ich habe jetzt Lust, noch ein bisschen mit Blau reinzugehen. Eine Buchseite gefüllt. Das lasse ich jetzt trocknen. Thank you.
So, jetzt höre ich aber erstmal auf. Ich will euch ja nicht zu viel vorkauen, sondern einfach die Idee an sich vorstellen und dann könnt ihr die auf eure ganz eigene Weise umsetzen. Wenn das Buch voll ist, drehe ich auf jeden Fall auch nochmal ein Video, wo ich durch das Buch blättere und veröffentliche das auf YouTube. Da könnt ihr dann gern nochmal reinschauen, wenn es euch interessiert. Doch jetzt war mir erstmal wichtig, dass ihr wisst, was mit so einem Buch alles möglich ist. Es ist eine wunderschöne Idee für ein Ferienprojekt, für ein Urlaubsprojekt oder einfach für so ein kleines Buch, was auf dem Küchentisch liegt und wann immer ihr Lust habt, mal ein Viertelstündchen kreativ zu sein, könnt ihr das mit so einem kleinen Buch ganz locker tun. Ich genieße das sehr. Es ist auch sicherlich nicht das letzte Buch dieser Art, das ich füllen werde. Ich hoffe, ihr fühlt euch inspiriert und habt Lust, das auch mal auszuprobieren, auf die eine oder andere Weise. Ich werde jetzt noch ein bisschen in die Abendsonne gehen und kritzeln in diesem Buch. Ich wünsche euch auch noch einen genussvollen, sonnigen Sommer mit vielen herzlichen, erfüllenden und freudvollen Projekten. Und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen auf die eine oder andere Weise. Lasst es euch richtig gut gehen. Bis bald. Tschüss.